So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Der Risikohinweis sollte jedem bekannt sein. Und dann legen wir auch sofort los. Schauen wir, was in dem Stream heute los war. Zunächst einmal der DAX. Der konnte, nachdem er jetzt hier die Oberkante überwunden hat, exakt hier den Gap Close erledigen. Der untere stellte kein Hindernis dar. Und aktuell gab es dann wieder einen leichten bullischen Abprall an der Oberkante des Rainbows. Also nichts Großartiges passiert. Hier ist der DAX definitiv bullisch über 10.145 Punkten. Australische Dollar, kanadische Dollar läuft wunderbar. Erste hier ein Rücklauf, der ja ein bisschen tiefer war, ist hier vermutet. Und dann eben die zweite nach oben. Also hier, wer jetzt hier wirklich hier unten eingestiegen ist, kann hier kleine Gewinnmitnahmen tätigen und den Stopp eben hier hochsetzen, was ja fast der Einstand war. Gold lief nicht so gut. Da wurde nicht der Stopp hier unten hingesetzt, sondern weiter oben. Auf Schlusskursbasis hat er zwar gehalten, aber es war nicht so bezeichnet. Anschließend gab es hier ein Hoch bei 1322 und nun steht er wieder ja auf Ausgangsniveau. Weiter erstmal sehr schwierig. Australische Dollar, US-Dollar gab es nichts Neues. Und das war ja Gold. Und zum Schluss noch der S&P 500 Index. Hier unten würde ein Verkaufssignal generieren. Das tat er nicht und unter der 2168er Marke ist er negativ. Und mit dem Rücklauf wäre jetzt, ich schaue gerade mal, es ist ja 21.30 Uhr im Live, der Dow Jones hat jetzt 100 Punkte abgegeben. Ja, etwas stabiler ist hier eindeutig jetzt der Nasdaq 100. Aber morgen kommen da wichtige Apple-Zahlen und Apple habe ich hier auch noch mitgebracht. Schauen wir gleich an. Also hier, egal wie es aussieht, ein neues Tief dürfte noch kommen. Oder man wartet wieder auf einen Rücklauf über, ja, 2170 ab. Dann dürfte es direkt nach oben gehen. Hier ist nochmal das Gold und das Silber Setup. Silber hat hier ja, an dem zweiten Kauflimit genau gedreht. Wäre jetzt hier wirklich, hier war es im Video erwähnt, diese zweite Position zu verkaufen, wäre jetzt hier wirklich, aber es war sehr knapp, ja, wieder das Limit gesetzt hat. Hat vielleicht Glück gehabt, dass er ausgeführt worden ist, wenn er ein paar Pips weiter oben, dann hatte hier, liegt er mit der nochmal im Plus, sonst liegt man mit beiden zusammen etwa bei plus minus null aktuell. Gibt es auch nichts weiteres im Moment zu sagen. Euro gegen Pfund, Stopp ist hier, ja, nichts weiter passiert. Dann kommen wir zu den neuen Setups, aber zunächst erstmal zum Brent Öl. Das ist hier grau eingezeichnet gewesen. Da war noch eine Bedingung fällig, damit es hier blau wird. Und zwar ist hier die Bedingung gewesen, ne? Jeder Tagesschlusskurs über 45,20 könnte man noch hier vertretbar machen, das Aufwärtsszenario. Jetzt wird es hier relativ eng. Aktuell steht es leicht darunter, aber diese Toleranzen
könnte man auch noch berücksichtigen, aber es sieht hier wirklich nicht gut aus. Und wie gesagt, hier hat noch eine Bedingung gefehlt. Zum Volkswagen hat jetzt hier, das war jetzt der Beginn der Bewegung, beziehungsweise auch bevor jetzt die Bewegung einsetzte am Wochenende, wie man hier sieht, ist 4-Stunden-Chart, 9 Uhr, ist die erste Bewegung jetzt fast exakt so abgelaufen, was ja beide in beiden Fällen so eingezeichnet war. Jetzt sieht es schon natürlich erstmal hier Richtung der ganz präferierten Setup aus. Allerdings, solange sie hier kein neues Tief hat, kann sich das hier auch nach unten noch leicht fortsetzen und dann den Weg nach oben einschlagen. Also das passt, der Volkswagen. Deutsche Post hatte hier den Bruch jetzt auch auf Schlusskursbasis, Tagesschlussbasis erledigt, aber hier war gar nicht auf Schlusskursbasis angegeben, sondern eigentlich direkt der Kurs nach oben aktiviert und ja, soweit erstmal gut. Heidelberg Zement hat hier das auch auf Schlusskursbasis und auf Tagesbasis die wichtige Unterstützung verteidigt, passt soweit auch. Dann kommen wir jetzt noch zu Apple. Die habe ich gestern vergessen vorzustellen, deswegen der Chart und der Pfeil ist noch von gestern. Darf sich hier bis, was ist das, 69,60 ausdehnen und dann nach oben fortsetzen. Aber wie gesagt, morgen kommen da Zahlen raus. Schwierig. Ich sehe hier schon eher noch Aufwärtspotenzial, auch wenn es hier natürlich eine absolut bärische Tageskerze an dem Widerstandsmarke gesetzt hat und zweitens auch hier unten verlassen worden ist. Aber wie erwähnt, über 69, ist es 69,60, darf sich dieses Setup noch ausbilden. Aber wie gesagt, sehr, sehr spekulativ und man muss, oder ich handle die Zahlen nicht unbedingt so, außer mit einer kleinen Positionsgröße. Das war's, danke fürs Zuhören. Morgen gibt's dann wieder mehr.